Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox-Mode. Wir haben ja immer noch hier unsere Shops. Da würde ich jetzt eigentlich ganz gerne noch... Achso, vielleicht sollte ich das Gebäude noch markieren. Entsprechend... Moment, wo sind die denn? Vordächer dahin machen. Ladenschilder? Ne, Ladenschilder sind es ja nicht. Diverse Schilder, Dekor. Und da, Ladendekor. So. Da passt eigentlich das hier hervorragend. So, ja, es steht da ein bisschen rein, aber das macht nichts. So, ziehen wir noch darüber. Perfekt. Dann würde ich hier ganz gern noch so eine... Wie heißt's? Ich in meine Worte heute, ja. Veranda hinmachen. So, das war das Wort, was ich suchte. So, ich überlege gerade, wie machen wir das am geschicktesten? Machen wir das mal so, bauen wir die untereinander. Doch, die ziehe ich da hoch. So. Zumindest ein Stückchen weit ziehen wir die mal hier rüber. So, machen wir da gerade noch. Hoppala. Der wollte nicht mit. Und noch nach ganz unten. So. Dann hätten wir das da nämlich. Geländer. Wo finden wir Geländer? Hier nicht. Ganz offensichtlich. Hier. Müssen wir das nur richtig festmachen oder richtig ausrichten. Ihr seht hier schon, das ist noch nicht so, sieht's gut aus. Machen wir erst den hier. Und dann den hier. Den kann ich noch ein bisschen rausziehen. So, genau. Ja, so. Den kopieren wir. Ach so, da wäre jetzt die Frage. Den müssen wir mal etwas drehen. Sonst hat das Ganze gar keinen Wert. Oh, ich sehe gerade, das wird das eine
Geländer falsch rum dran gebaut haben. Das müssen wir um 180 Grad drehen. So, das machen wir gerade noch. So. Zum Ausrichten war es ganz hilfreich. Aber jetzt müssen wir es noch so weit drehen. So, dann können wir den noch ein bisschen nachjustieren. Ist alles so viel Feinarbeit hier. So. Und jetzt müssen wir den hier kopieren. Jetzt können wir es. Schauen, dass wir den gut ausgerichtet kriegen. So gut wie möglich jedenfalls. So. Grad-Drehung. So. Passt. Da oben könnten wir eigentlich noch ein... Weiß nicht, ob es geht. Aber da würde ich gerne Mülleimer hinstellen. Geht leider nicht. Okay. Können wir aber da unten hinstellen. Das geht auf jeden Fall. So. Fenster. Da war was. Ich brauche Fenster für die Gebäude, stimmt. Ich erinnere mich dunkel. Szenerie Western. So. Welche haben wir denn auf der Seite? Die mit Fensterläden. Dann nehmen wir die am besten auch auf der Rückseite. Die da. So, das passt nicht so ganz. Control X brauchen wir. So. Da noch einer. Und da auch noch. Oder wir machen es da hoch. Move. Gut, die Höhe. Move. Der muss doch noch hoch. So. Insgesamt innen eher ein bisschen höher. Deswegen müssen wir das hier auch auf das Niveau anpassen. Sonst sieht's doof aus. So. Machen wir noch Blumenkästen drunter. Das ist ein Muss in dem Freizeitpark. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf, da natürlich ebenfalls. Sofern, hoppla, da war das Mikro im Weg, mit der Nase dagegen gestoßen. So, hier kommen natürlich keine Blumenkästen dran, aber da. Und Lampies. Da können wir eigentlich wieder
unser Alter hier nehmen. So, der kommt dahin. Dann machen wir hier noch einen hin. Auf die Höhe muss der ungefähr. So. Licht ist wichtig. So. Einer. Müssen wir nachher noch dann die Lampen dran machen. Weil nur die Halter leuchten ja doch nicht so viel. So, da können wir es runter machen. Weil das, da muss es ja eher das Tor hier anleuchten. Und hier kommt er dann wieder da hoch. So. Müssen wir gerade mal schauen. Wir könnten die quadratische Eisenlaterne da dran machen. Die haben wir da drüben auch verwendet. Dann machen wir das hier auch. Und die passt dann auch vom Stil her ganz gut zu denen da. So. Aufwärts. Das war zu weit. So, passt. Da. So, aufwärts. War auch zu weit. Und da müssen wir noch ein bisschen, kommen noch ein bisschen tiefer. So sieht's ganz gut aus. Und dann ziehen wir die gerade hier rüber. Passt. So, dann hier. Einmal X. Machen wir das vielleicht so. Ein bisschen tiefer muss er noch, aber nicht viel. So. Die Höhe sieht nicht schlecht aus. Das ist jetzt geschickt, dass sie alle auf der gleichen Höhe hängen. Dann können wir die nämlich einfach so rüberziehen. So, und dann auf der Seite noch. X. So, muss noch was tiefer. So sieht es nicht schlecht aus. So. Na, kommt mit, jawohl. Passt. Ein bisschen tiefer hätten sie sogar noch gekonnt, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. So, die hier noch. Die machen wir jetzt noch was tiefer. So. Sieht gut aus. Dann musst du hier rüber. So, netterweise wird es gerade dunkel. Da ziehen wir aber gerade hier rüber. So.
Hoppala. So war das nicht gedacht. So. So war das auch nicht gedacht. Den wollte ich. So. Das wäre fertig. Hier brauchen wir auch noch. Wo waren denn da waren sie? So. Einmal. Jawohl, Miss Ellie. Dann machen wir hier oben noch einen hin. So, auch wieder die Lampen. Ja, da freust dich, ne? Wie so ein kleiner Flummi titscht er da. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. So. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Hier brauchen wir auch noch Licht drin, ne? Machen wir das gerade noch. Wenn wir schon mal dabei sind, dann haben wir es erledigt. So. Machen wir mal eher dort. So. Ein Lampi. Nächstes Lampi. Und dort noch zwei. So, die Lampen selber. Ah, die haben sogar die richtige, fast die richtige Höhe. So, muss er noch. So sieht's gut aus. So, also dieses Tool hier, also dieses Ausrichten, die Art, das war wirklich das Beste, was Planet Coaster hat machen können. Beziehungsweise Frontier hat machen können. Das ist ein so geniales Ausrichtetool. Ich weiß noch, wie wir das damals gefeiert haben in der Alpha, als das rauskam. Ich glaube, es kam zur Alpha 2. Anfangs gab es das noch nicht. Da gab es dann auch kein Drehen oder so. Das war dann einfach, geht die Uhr eigentlich richtig? 9.28 Uhr, tatsächlich, die geht richtig. Die zeigt die Tageszeit im Spiel an. Und das ist doch mal perfekt. So. Da bräuchten wir noch einen Lampi. Machen wir da eins. Und dort unten mal eins und dort auf der Seite natürlich genauso. So. Die Lampe dazu. Gehen gerade mal in deren Nähe, dass wir die auch sehen. So. Und
Na, die Geräuschkulisse kommt von der Minenbahn. Man hört die bis hier draußen, das ist der Wahnsinn. So, da sollte es jetzt auch hell genug sein. Perfekt. Da braucht man noch Fenster, ne? Genau. Western. Dann nehmen wir natürlich hier die gleichen wie dort drinnen auch. Oder da bei dem anderen Gebäude halt auch. Machen wir da auch noch eins hin? Nee, hinter das Gebüsch mal nicht. Aber hier oben jetzt natürlich. So. Es ließe sich theoretisch noch als Hotel nutzen. Überleg grad. Doch, machen wir. Und dann machen wir die mittleren ein bisschen tiefer. Wo sind meine Fenster hin? Da. Da haben wir, glaube ich, irgendwo halbe Höhe verwendet. Deswegen kommen die etwas ungünstigen Abstände zustande. So. Da gehen wir dann auf. Schauen wir gleich mal. Hier sehen wir es besser. Dass wir so ungefähr auf die Mitte kommen. So. So. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Ich frage, ob es neue Sinn machen würde, einen Balkon davor zu machen. Das wäre auch noch eine Überlegung, ne? Aber das schauen wir, denke ich, in der nächsten Folge. Und dann sollten wir es eigentlich auch schaffen, in der nächsten Folge den Western-Bereich tatsächlich fertigzustellen. So. Das können wir gerade nochmal Duplicate dorthin machen. So. Ich sag dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei. Immer hier. Das Gebäude dann hoffentlich fertiggestellt kriegen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.